Hallo und willkommen zurück. So, in der letzten Folge habe ich unseren großen Kreisverkehr hier gebaut, mit dem wir uns diese Gegend hier erschlossen haben. Also gut, großer Kreisverkehr und große Autobahnabfahrt. Wichtig hier ist noch, dass wir jetzt von hier aus auch noch hier rüber kommen. In diesem Gebiet habe ich den Bau von zweispurigen Straßen, sozusagen die Umfahrung, die ich hier gebaut habe und da gebaut habe, bislang vernachlässigt. Das möchte ich jetzt, solange wir so viel Geld haben, möglichst auch noch korrigieren. Und dann war ja die Überlegung, baue ich hier einen Kreisverkehr, um von dort aus dann über oder unter den Schienen weg hier rüber zu kommen. Und diesen Außenbereich noch schön, diese Umfahrung dann auch noch schön zu haben. Ich würde sagen, ja, das mache ich und das mache ich jetzt. Dann machen wir den mal und den mal weg. Dann hier eine zweispurige Straße mit Gras. Achten diesmal darauf, dass wir vernünftig ansetzen. Kommt gerade eine Idee. Warte mal. Wenn ich die so lasse. Oh, ist ein anderer Straßentyp. Und stattdessen von hier aus, nee, so komme. Jetzt pass auf, vielleicht kann ich das sogar gleich hinkriegen. Dann hier rumkomme, will ich so einen langen Tunnel bauen. Es macht einen gewissen Sinn, das Gegenteil. Moment, aus. Ich brauche eine Brücke. Wir müssen erstmal hier wegkommen. So, und wenn ich die Brücke jetzt hier drüber führe. Oh je, oh je. Ich dachte, das würde besser funktionieren. Und machen wir sie noch einen kleinen Ticken so hin. Jetzt kriegen wir sie rüber. Mal hier schön runterkommen. Oh. Ja, manchmal veräppelt einem das Spiel ein klein wenig. Okay, die Idee war nicht gut. Dann so kann ich es nur in eine Richtung machen. Müsste praktisch wie bei einer Autobahnabfahrt vorgehen. Dann
ist der Kreisverkehr vielleicht doch die bessere Lösung. Richtig. Vielleicht weiter oben ansetzen. Schaut nicht richtig aus. Naja. Es gibt Schlimmeres als das. Ja. Also der Kreisverkehr jetzt so aussieht. So, jetzt gerade Straße. Zum ersten. Ihr wollt nicht. Doch. Die hier lang. Macht seltsame Probleme. Dank unseren hervorragenden Werkzeugen kriegen wir das aber schon hin. Ein bisschen so rüber. Vielleicht ein bisschen rüber. Schadet hier ja nicht, wenn der Bogen hier ein bisschen weiter rum geht und das hier auch vielleicht auch ein bisschen stärker geneigt ist. Das Ganze vielleicht ein bisschen zurück. So. Ah, das trifft sich. Denn so kommen wir dann später vielleicht auch schön ans Seegebiet. Apropos, ein völlig anderes Thema. Muss jetzt trotzdem mal schnell schauen. Wir haben hier 1,6 Millionen Abfluss und hier 60.000 Abfluss. Das heißt, wir müssten die kleinen eigentlich alle ausschalten können. Ich probiere das jetzt mal. Wir sehen ja dann schnell, ob es Konsequenzen hat, die wir nicht wollten. Ja, doch, das geht. Sehr schön. Kann ich mich wieder dem Straßenbau widmen? Jetzt habe ich mal eine Frage. Und zwar, wir haben ja die Straßenzölle, Kreuzung, die Hochbahn bekommen. Unsere Gleise auf zweispuriger Straße. Die Frage ist, könnte man die hier hochführen?
Mein Ort ist bereits belegt. Ah, ja, hier auf zweispuriger Straße. Gefälle zu steil. Dann schauen wir anders, schauen wir, ob es ginge, die Straßenbahn hier rüber zu führen. Und wie wir dann dafür sorgen können, dass die Straßenbahn auch daran vorbeiführt. Das sind Sachen, die habe ich alle noch nie ausprobiert. Jetzt müssen wir auf. Hier heißt es dann Gefälle zu steil. Ah, hier ist das Stück. Ich habe so wenig Erfahrung mit Straßenbahnen. Kriegt man die so wieder weg? Nee, muss man über der Straße. Denselben Straßentyp und war das noch hier? Gibt es, ich meine, das ist sowieso nicht so extrem wichtig. Aber ich hätte es einfach gerne gewusst. Gibt es denn keine Möglichkeit? Doch, das sind Straßenbahngleise ohne. Unabhängige Straßenbahngleise sind. Das ginge also. Ich könnte es von hier aus drumherum führen. Das Problem kommt, ist aber so sichtbar. Und hier wieder mit der Straße verbinden. Und jetzt die Straße entsprechend aufwerten. Das also würde gehen. Das einzige Problem daran ist, oh, das ist ja auch nicht nötig. Naja, können wir schauen, ob ich das später noch ändern kann, dass es den Verkehrsfluss hier etwas behindert. Das war für mich schon lange die Idee. Euch gefällt das nicht? Außenrum eine Straßenbahn zu führen? Was habe ich da jetzt unterbrochen? Die Busverbindung, aber warum habe ich die Busverbindung damit unterbrochen? Interessant.
Die beiden sind das Problem. Da kann ich nicht verbessern, weil es schon verbessert ist. So, jetzt die Abfahrten wiederherstellen. Also erst die Zufahrt. Dann die Abfahrt. Halt. So. Die passt so. Bei der wäre es ideal, wenn ich sie ein bisschen einkurven könnte hier. Ah! Einkurven war zwar richtig, aber ich muss schon die richtige Richtung nehmen. So, so dass der Zugang hier leichter wird. So, und weil alles Konsequenzen hat, muss ich jetzt die auch wieder setzen. Das sind noch zwei Spuren. Eben, die hier geht hier lang. Und die auf beide und die auf beide. Was ist das für eine Spur? Das ist doch Stramm. Stramm möchte ich. Muss ich Stramm, wenn ich das anfange, erstmal anfange auch verbinden? Okay. Bevor ich noch irgendwas kaputt mache, mache ich das lieber. Bei der Auffahrt. Ja, hier kann ich jetzt schön dafür sorgen. Ob dass die Spuren gewechselt werden können. Was ist das? Ah, das ist drunter die U-Bahn. Also. Ich würde sagen, falls der als nächstes abfahren will, sollte der darauf fahren können. Den und den. Und nur der letzte kann nur zwei. Okay. Dann sind die wieder richtig gesetzt. Verkehrsschilder hier. Vorfahrt achten. Vorfahrt. Und hier kann er in beide Richtungen ab. Das ist natürlich hier auch erstmal Vorfahrt achten. Ja, das macht Sinn. Den mal weg. So, dass der Verkehr von hier freie Bahn hat. Und sein muss. Tramschienen verbinden, das finde ich jetzt echt mal
gefährlich. So, ja, stimmt. Du musst auch abbiegen können. Das ist jetzt hier so und so, das würde so funktionieren. Und ich hätte es auch, wenn ich es jetzt so sehe, auch einfach lassen können. Wenn ich gar nichts gemacht hätte, wäre es das gleiche rausgekommen. So. Tram, 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 tram. Sollte jetzt hier wunderbar klappen mit der Erweiterung. Hier ist ja noch nicht das Geringste im Weg. Hier haben wir das Tram jetzt im Kreis, aber damit es hier bis zum Ende durchkommt, müssen wir hier natürlich auch noch einen Kreis schaffen. Wieso habe ich jetzt hier... Moment. Habe ich den richtigen Typ gesetzt? Ja, habe ich. So, die große Frage ist, kann man hier quasi direkt durch? Nee. Kann man mit Erhöhung da vielleicht durch? Nee, ich müsste hier auch wieder abgehen. Wobei, warte mal. Nee, sonst kommt er da nicht weg. Was habe ich jetzt gemacht? Nein, 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 zurück, zurück, zurück. Nee, Leute, die Idee war... Warte mal. Setze den Typ jetzt erstmal hoch. Probieren wir es nochmal. Ich glaube, das muss jetzt erstmal eine normale Straße sein. Also eine normale doppelspurige. Dann kann ich schauen. Dass ich das, was ich jetzt gerade noch gemacht hatte. Schade, es geht leider tatsächlich nicht. Ich müsste abgehen. Und wenn ich abgehe, dann ist es eine Kreuzung, so oder so. Dann kommt er da auf jeden Fall in den Weg vom Kreisverkehr. Gehe ich hier früher ab, wo es sonst noch keine großartige. Ich muss eh auf Dauer wieder rumkommen. Warte mal, lass mich erstmal sehen, dass ich dieses Dings loswerde. Aber ich sehe, warum das Problem überhaupt besteht. Okay.
bisschen gerade zupfen. Jetzt müsste sich der hier eigentlich ein bisschen senken lassen. Sieht das nicht ganz so extrem aus? So. Ich meine, sobald er hier ein bisschen in die Bergkette kommt, muss er ein Stück raus. Aber ich glaube, so ist jetzt in Ordnung. Mal. Könnte ich denn? Die zweispurige Einbahnstraße mit Gleisen würde es ja auch geben. Aber da das hier so zurechtgezupft ist, geht schon nicht mehr. Ja, ich brauche natürlich einen Bahnhof auf der anderen Seite sowieso noch. Das ist ja interessant. Jetzt pass mal auf, wenn ich Folgendes probiere. Automatisch ein bisschen. Aber ich will so oder so hier rüber. Und da wäre es nur logisch, wenn die sich wieder treffen würden. Dieses Ende ist nicht so gedacht. Geht doch alles. Die Straße mit dem Dingstool jetzt noch hochbekomme, sodass das nicht mehr so extrem da. Nach unten geführt wird. Wäre ein Durchgang, der aber gar nicht so einfach ist. Nee, da hilft nichts außer ein dicker Tunnel.
kommst du her? Ah, statt Tunnelbrücke. Geht natürlich auch. Jetzt mit den Straßenbahngleisen noch funktioniert? Tut es. Hier auch richtig schön. Wieder ziemlich geschwungen. Bis ungefähr hier können wir gehen, dann müssen wir hoch. Jetzt bis hier. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben einen zweiten Kreis geschaffen. Wobei mir auffällt, dass an diesem Kreis hier das schwierig wird mit dem Bauen. Aber da kann ich dasselbe nochmal versuchen, was ich vorhin an der anderen Seite gemacht habe. Das alles ein bisschen hier mit dem Dings hochzuholen. Dann kann ich da vielleicht sogar einen Kreisverkehr und sowas bauen. Ja, so gefällt mir das gut. Dann bauen wir doch mal das Depot. Hier haben wir noch massig Platz für sowas. Und bauen Straßenbahnlinien. Schließen wir hier dann jeweils den ersten Kreis. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Wieso werden die auch nicht so schön angezeigt? Erster wäre, das wäre so rum. Deshalb.
Oh, da fehlt ein Stück. Keine Verbesserung möglich. Kein Problem. So, jetzt die Frage, machen wir mehrere Linien? Eine, die komplett hier rumführt, aber weniger Stationen hat. Eine, die ringsrum fährt, aber mehr Stationen hat. Ja. Genau das will ich tun. Hier verbinden sie auch schön die Buslinien. Buslinien verbinden, bitte. Komm jetzt, das letzte Stück müssen wir auch noch schaffen. Ja! So. Noch interessanter, die führt jetzt einmal genau rechts rum. Bin gar nicht mehr überzeugt, dass diese Schienen hier eine gute Idee sind. Nee. Nee, warte mal, das ist auch nicht rechts rum, das ist links rum, oder? Hier ist links. Und hier ist links. Okay. Nee, das ist rechts. Hey. Mache ich hier Haltestellen ins Nirvana, nur damit ich sie anständig führen kann. Ist jetzt die mit weniger Haltestellen. Und so schließt sich der Kreis hier. Und die letzte, die dann oben nur im Kreis führt, die brauchen wir noch gar nicht. Und das ist ein reines Stolzprojekt, ein reines Vorzeigeprojekt. Ich denke nicht, dass wir die tatsächlich brauchen in dem Sinne. Ja, die Leute stehen drauf. So, Parks. Die Leute wollen auch Parks. Darauf stehen sie auch. Und wir haben hier gute Möglichkeiten, den Leuten Parks zu bieten. Kommt denn das her? Wasser benötigt? Der Paradox Park, der müsste ja eigentlich eher hier ins IT-Zentrum. Ich packe den mal dahin. Die baue ich eigentlich immer ganz gerne.
Gut, haben wir gerade an irgendwas Bedarf? Nein, schaut alles gut aus. Die abgestellten Wassergeschichten machen so gut wie keine Probleme. Wann kommt die? Die kommt bei 26.000 eben besagt ein Drittel. Wenn ich mir diesen Bereich oder besser gesagt diesen Bereich erschließen will, dann muss ich das Wasser natürlich noch deutlich erweitern. So, mal ans Außengrenze, das hier. Dann hier gibt es das Wassersportviertel. Hier, wo die Geraden sind, das sollte ich gleich durchführen. Ich könnte mir vorstellen, dass das negativ auf den Wasserdruck wirkt. Perfekt abgedeckt jetzt hier. Dann das neue Gebiet muss auch erschlossen werden hier. Und das machen wir dann am besten von. Jawohl. Eigentlich brauchst du überall Wasser. Und ich sollte dran denken, im Moment habe ich es ja. Könnte den Effekt sogar noch steigern. U-Bahn wird hier auch rübergeführt. Also mit öffentlichem Nahverkehr brauche ich mir hier gar keine Sorgen zu machen. So, dann wird das erschlossen und das erschlossen. Ist noch die Frage, was dazwischen passiert. Kleines Bergdörfchen. Man ist mit den Trams, dass die nicht so die ideale Lösung sind für den öffentlichen Nahverkehr. Das sieht man hier in Berlin auch gut. Die BVG. Verzichtet da nämlich auf einen Haufen Linien. Die nächste Abwasserkläranlage auch hin.
die letzten Wasserrohre, die wir brauchen. Und schmutzig bleibt natürlich trotzdem für noch eine lange, lange Zeit. Leider. So. Ja, wenn wir später den Weg erobern, dann können wir hier auch noch eine weitere Straßenbahnlinie machen. Das kommt gut. Jetzt möchte ich erstmal sehen, ob wir eine der neuen Straßenbahnen erwischen. Und da ist tatsächlich schon eine. Schauen wir mal. Ugh. Ja. Okay, das heißt, sie da verfolgen. Die fährt jetzt tatsächlich schon in die neuen Gebiete, wo das natürlich wenig Sinn macht. Vor allem teuer sein wird wahrscheinlich. Vielleicht hätte ich es doch noch mal lassen sollen. Aber an der Stelle mit unserer neuen Straßenbahn sage ich jetzt erstmal Tschüss und bis zur nächsten Folge.